Servus Leute, zurück zu Let's Play Solar Star. Wir machen jetzt ein paar Nebenquests wieder. Vielleicht das letzte Mal, weil ich gehe davon aus, das Spiel endet bald. Weil die empfohlenen Stufen sind schon Stufe 8. Also Schatz aus Kriegszeiten ist jetzt das erste. Ich bin schon mal hier in den Lavawald wieder zurückgewandert. Danach gibt es ein neues Gebiet, nämlich den Bitternusshain. Davon haben wir, glaube ich, genau, in der Wiege des Feuers haben wir da haben wir die Karte gesehen und daher wissen wir davon und können das dann nacherkunden. Es ist ein neues Gebiet, tatsächlich ist aufgeploppt, als ich die Karte aufgemacht habe. So, wie wir es gedacht haben, bloß nicht direkt danach, aber jetzt schon. So, aber Schatz aus Kriegszeiten, ein paar Handschuhe des Geschossfangs hören sich schon mal nicht schlecht an. Außerdem ein paar Bonuspunkte für den Turm der Erkenntnis. Ich habe noch nicht die Möglichkeit, bei allen 100% hier Held zu werden, also um die Achievements zu bekommen. Deswegen muss ich noch meine ganzen Items sparen, bevor ich mich entscheide, irgendeine sozusagen Haupt beizutreten. Ja, und dann können wir zu Arvin Mäten nochmal zurück, der prinzipiell auch noch eine Geschichte zu erzählen hat. Aber prinzipiell, ich habe mir mal die Karte so überlegt. Zwerge und sowas, das sieht man halt hier überhaupt nichts so in der Art. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist hier. Könnte das nicht aussehen wie ein Zwergeneingang? Ich war schon einmal dort, ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Parts, und habe mich gewundert, was da ist. Da haben wir sowas weggemacht, aber dann war da nichts. Ich vermute, dass das unser Ziel diesmal ist. Dass hier eine Nebenquest stattfindet. Oh. Ah, lol. Der Questmarkierer zeigt sogar in die Richtung. Ja, aber die Frage ist, auf dem Weg dorthin, passiert da nicht vielleicht noch was? Deswegen sneaky, sneaky. Es kann auf dem Weg was passieren. Es kann dort was passieren. Wir wissen es einfach nicht. Die Behälter hatten wir ja schon, oder? Den da drüben noch nicht. Den hatten wir noch nicht. Wie kommst du dorthin? Kein Bekannter. Kein bekannter Weg. Du. Fliegen. So. Darüber fliegen. Darunter fliegen. Und das Teil belastend. Was hat das damit auf sich? Okay, so können wir es looten. Eine prachtvolle Lederrüstung. Die muss ich dann gleich inspizieren. Das hauen wir mal kaputt, um zu schauen, was passiert. Hier wäre dann ein Weg wieder nach oben scheinbar. Ja gut, brauchen wir nicht. Die prachtvolle Lederrüstung, die gönne ich mir dann später auf jeden Fall mal, aber jetzt noch nicht. Ja, das ist gefährlich, hier rumzufliegen. Trotzdem macht sie es. Naja. Was will man auch anderes erwarten? Sie ist darin gut. So. Hier hat sich bisher noch nichts getan. Doch, jetzt sehen wir hier einen Durchgang. Aha. Dann mal da. Oh. Oh. Oh, zwergischer Hammer. Metallenes Stirnband. Sieht alles. Kehrt zur Questtafel zurück. Moment, kann ich in der Situation weggehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Weg blockiert. Von was wohl? Ach shit, ich dachte die Zeit ist noch angehalten, weil ich hätte jetzt angegriffen. Leider die falsche auch noch am Start. Das ist a hell of a Armee von Gegnern. So, ich bin auf jeden Fall ganz erhaben und erlaube mir jetzt ja, okay. Was auch immer dann passiert. Hier einen und da einen. So. Hup. Runtergefallen. Windschlangen. Gegen Feuerelementare. Wer wird gewinnen? Die Feuerelementare haben viel Leben. 102. Fliegen die auch noch zu meinen hoch. Die Frage ist, Giftimmunität haben sie ja, glaube ich. Also Todeswolke wirkt gegen Elementare nicht. Wir auch. Das sind elementare Wesen. Da wirkt kein Gift. Das macht schon Sinn. Diese vielen Kleinviehviecher, die Feuernarren, sind es lästig eigentlich. Allerdings, oh, die haben jetzt auch nicht das größte Lebens... Ah, ein Kältekegel wäre eigentlich effektiv gewesen, oder? Zu spät. Uff, das kann ein wenig dauern. Moment. Genau, man konnte doch mit gedrückter STRG-Taste Beschleunigung. Beschleunigen! You're still in the fight, my friend. Schneller, schneller, schneller. Wir sind noch nicht ein einziges Mal durch. Okay, diese kleinen Viehviecher, die müssen wir mit Massenangriffen vernichten. Ich habe leider mit der Klerikerin hauptsächlich... So, wer ist dran? Du bist dran. Der Feuerelementar ist dein Ziel. Streck ihn nieder. So stark du es kannst. Ja, das ist nicht schlecht. Bam, 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 bam. Da unten. Da unten machen wir was anderes. Was haben wir denn Feines? Oh ja, Insekten hätten wir. Insekten hätten wir, ansonsten hat sie nur Feuer. Und Insekten it is. Insekten it is. So ist es gut. A good kill, as they say. Holy moly. Ja, hier ist jetzt einiges. 21 Stichschaden. Ordentlich. Überall diese stechenden Stechmückeninsekten, da daran werden die Feuernarren sterben. Ist das nicht herrlich? Oh. Autsch. Dabei wollt ihr doch bloß raus aus diesen Insektenhaufen. Zurecht, zurecht. Bist du in Nahkampfreichweite? Gut, dann kämpfen wir so. Und tschüss. Ja. Das war ausreichend. Du darfst. Dann geh mal nach vorne. So, Kältekegel. Gönnt euch. Ja, that one didn't even fight.
schön anfällig. Und wir haben die Menge an Gegnern deutlich ausgedünnt. Ach, On Fire ist lästig. Effekt, der hört immer so spät erst auf. Und zwei Feuerelementare noch. Die anderen, die feuern Narren, die sterben an den Insekten? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Hm? Kommen sie da raus aus den Insekten? Frech. Nicht alle. Mhm. Ja, du hast eine 8 gewürfelt. Und? Jetzt? Was machst du jetzt? Ah, der braucht ein bisschen, um zu reagieren anscheinend. Oder nicht? Irgendwas muss jetzt das Spiel kalkulieren. Irgendwelche Sachen machen. Da, nee, Moment. Wohin gehst du? Halt, wohin gehst du? Nicht in die Insekten gehen, bitte. Die tun auch dir weh. You cannot defeat me. Aber da, wo du stehst, ist scheinbar eine gute Position. Ja, das ist guter Schaden. Guter Schaden. So, ich hätte gerne Schutz. Welche Konzentration? Hast du die Insekten geworfen? Ja, du hast die Insekten geworfen. Ja gut, dann machen wir was anderes. Wir hauen einfach. Once more, we prevail. Ausreichend. So, wir haben dort hinten noch einen. Was ist mit dem? Was macht der? Der ist stärker und so. Ah, die müssen jetzt so viel kalkulieren. Was ist mit denen los? Die wird doch sowieso bald draufgehen. Vulkanische. Ah, das gehört. Genau, wollte gerade sagen, die wird doch sowieso bald draufgehen. So. Nein! 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 Ich habe auf den Gegner geklickt und nicht irgendwo, wo auch immer. Weiß ich nicht. Ah, hoffentlich bist du wenigstens raus aus dieser Mückenseuche. Kritischer Fehlschlag. Wer ist dran? Du bist dran. Der da... Ja, der wird an den anderen sterben. Deswegen... Ach, komm. Kälte! Und Schaden. You've seen worse. 18 Schaden ist nicht die Welt. Gut, die Insekten haben nochmal zugestochen. Dann kommen die Schlangen, die stechen zu. Oder beißen, was auch immer. Ist gut. Jetzt kommt er und macht ihn weg. Moment. Der hat es überlebt? Jetzt aber. Hast du ein paar Insektenstiche abgeholt? GG. Dum, dum. Interesting. Ihr kommt da nicht hin. Vielleicht kommt deswegen auch der Gegner zu uns. Der ist an einer Stelle gespawnt, wo scheinbar kein Mensch hinkommt. Tja, so ist es. Der soll sich einfach noch ein paar schöne Schäden gönnen. You like it? So ein schöne magische Geschosse. Voll der Overkill hier. Nett. Besonders... Die Sachen, die es hier so gibt. Unter einer Minute. Ja, 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 ja. Können wir trotzdem schnell reisen? Hey.
Das Feuer hat nicht aufgehört. Ja, beruhig dich. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir haben das geschafft. Es war diese eine Quest. Ein paar Feuerelementare bekämpfen und einen schönen Schatz. Oh, shit. Der Schatz. Ich würde den... Ich muss den natürlich noch erst anschauen, diesen Schatz. Was haben wir hier gelootet? Das ist ja wertvoll wahrscheinlich. Das will ich haben. Oder was war da dabei? Was war da dabei? Eine Rüstung? Ja, genau. Lederrüstung, genau. Vielleicht eine Lederrüstung plus 2 oder so. Ach, was soll der Geiz? Machen wir erstmal hier. Du machst das und Magie entdecken, dann sehe ich es immer besser. Dann sehe ich es besser, wo was ist. So, und dann Ritual. Genau. Die Lederrüstung, bitte. Sie sieht cool aus, aber mehr auch nicht. Sie sieht cool aus, Punkt. Aber das war nicht alles. Wir haben noch irgendwas gefunden. Ja, Lederrüstung plus 1. Das ist beschiss. Beschlagene Lederrüstung habe ich noch keine gesehen und so. Da. Da ein Hammer. Den muss ich noch zurückbringen. Stirnband der Intelligenz. Das hört sich nach was für den Magier an. Denn Intelligenz eine kurze Rast. Da fällt mir ein. Ich habe, glaube ich, die ich habe die Items auch neu verteilt. Das bedeutet aber auch, ich muss hier neue Einklang-Dinge vollbringen. Kann ich zum Stall? Ja. Kein Weg zum Zielort. Belastend. Gab es hier noch einen Ruheort? Nee, nicht, dass ich wüsste. Mega belastend. Wieso kann ich nicht zum Stall? Naja, gut. Okay, als nächstes müssen wir... Wir sind in der Nähe vom finsteren Schloss tatsächlich. Da weiß ich, da gibt es einen Rastplatz, weil ich hätte gerne... Ich hätte nämlich sehr gerne meine Items in Einklang gebracht, sonst vergesse ich das jedes Mal. Wenn ich das jetzt nicht mache, in dieser Mission, in diesem Weg, dann vergesse ich das. Kann ich das eigentlich hier machen? Nee, oder? Eigentlich machen sie hier auch lange Rasten, aber ich kann das hier nicht machen, glaube ich. Hier rasen sie immer durch dieses Gebiet. Als hätten sie Rückenwind. So, das finstere Schloss, keine Gegner. Sehr schön. Na, Gegner kamen zwar, waren aber verängstigt. Ja, es kommen nur noch High-Level-Gegner, wenn überhaupt. Wenn irgendwelche Goblins uns erwischen oder so, die Barbaren so, die werden nicht mehr gegen uns kämpfen. Zu Recht, zu Recht. Andererseits, schade, schade. Es hat Loot, der da fehlt. Apropos Loot. Nee, nix apropos Loot. Sicheres Gebiet für eine lange Rast. Dahin will ich. Warum ist es ja so dunkel? Schon wieder die Helligkeit rauflegen. Ich mag es nicht, wenn es so dunkel ist. Wir sind hier nicht in einer... Ja, ich habe die Helligkeit wieder ein bisschen runter, weil... Aber es ist einfach dunkel, Punkt. Es ist einfach Nacht. Das ist dunkel. 8 Uhr morgens, das ist nicht Nacht, das ist frech. So, dran denken, wir sind hier in Einklang bringen. Deswegen sind wir hier. Lange Rast beginnen. Sachen in Einklang bringen. Gut ist. In Einklang bringen. Du hast dieses Teil noch zusätzlich. Ja. Genau. Damit hat er eine Resistenz gegen Gift. Zusätzlich. Kann sich an Wänden fortbewegen.
kann nicht von Netzen festgesetzt werden, also absoluter Spinnenkiller. Spurloses Gel, naja. Hauptsächlich wegen dem Resistenz und sich an Wänden bewegen, hört sich's ganz witzig an. Wobei, es wäre, glaube ich, bei Jasmin besser gewesen, weil sie muss häufiger springen und so. Aber nein. So, du hast noch zusätzlich das giftabwehrende Amulett. Ich habe dir so einen Giftring abgenommen, dafür hast du dieses giftabwehrende Amulett, weil als eine Schurken, die mit Gift hantiert, hat man halt eine Immunität gegen die Zustandsart vergiftet und gegen Gift jeglicher Art entwickelt. Das ist meine Begründung dazu. Moment, das Teil hat jemand anders jetzt, oder? Das ist ja... Genau. Man kann das eins in Einklang bringen. Du hast noch irgendwas anderes im Einklang. Feuerring oder sowas? Ach, ist das belastend. So, bei dir hat sich da... Da müsste ich die Inventare ansehen, in Einklang bringen. Du hast, glaube ich, das jetzt dafür. Da könnte es sein, dass es noch dasselbe ist. Ich weiß es aber nicht. Toll. Da stimmt alles. Da stimmt alles. Da stimmt alles. Und du musst nur noch den Feuerring. Genau, du musst den Feuerring noch in Einklang bringen. Machen wir auch noch. Dann haben wir das hingeschaut. Ach, jetzt Sachen in Einklang bringen. Ich muss mich erst an diesen Ring gewöhnen, bevor er wirken kann. Finde ich eine komische Mechanik. Eine sehr komische Mechanik, aber gut. Ey. Kostet ja nichts, das weitere Rasten, außer ein paar Vorräte. Aber das juckt ja keinen. Mich zumindest nicht. Gut. Damit ist auch... dein Ringeneinklang gebracht. Sehr schön. Wir haben unser maximales Potenzial rausgeholt. Kleine Abkürzung. Wenn auch nicht nötig. Spawn hier eigentlich mal einen Gegner wieder nach. So zum Kämpfen. Nein, schade. Eher zum Looten. Ich habe zwar schon, indem ich die ganzen Schriftrollen und so verkauft hatte, über 20k im Inventar gehabt und damit das Achievement bekommen, trotzdem. Geld regiert Solastar, heißt das Achievement. Der Name ist Programm. Und jetzt hier zum Bitternussheim. Eine schnelle Reise. Let's go! Schauen wir mal, ob uns irgendjemand in den Weg kommen möchte. Währenddessen schaue ich mal, kann ich irgendwas herstellen? Wichtig ist eigentlich nur das da. Geht nichts. Weil das ist das Einzige, wo ich glaube ich noch nicht das Achievement habe. Die Items herstellen. Da werde ich wahrscheinlich einiges an... Wenn das Ende erreicht ist, werde ich so einen alten Spielstand dann hernehmen, mein Geld reinsetzen für die Herstellung von irgendwelchen Sachen. Also ich werde dann halt ein paar Komponenten kaufen. Vielleicht bei der Gilde oder so anheuern und halt mich beliebter machen, die eben diese Sachen verkauft. Dann werde ich da einfach ein paar Items craften. Und dann habe ich das Achievement auch. Schönes Spiel, wo man wirklich schön die... Also ich liebe Spiele, wo man relativ mit einer leichten Schwierigkeit, also es ist nicht das Härteste, es ist aber auch nicht trivial, alles zu bekommen. Es ist angenehm, es ist halt ein bisschen grindy und genau das mag ich. Das mag ich eigentlich. Ich habe nichts gegen grindy, wenn es nicht zu sehr ausartet. Wobei, muss man zusagen, ich habe mal früher die längste Zeit... die ich je ein Spiel gespielt habe, das war ein MMORPG, das war Cabal Online hieß das Spiel und das war ein absolut paradetypischer Asia-Grinder. Also da hast du 100 Mal einen Dungeon, der vielleicht 10 bis die größeren 30 Minuten gedauert hat, konntest man irgendwann alleine auch grinden sozusagen. Man hat das 100 Mal gemacht und vielleicht ist da was Gutes gedroppt. Also es man hat vielleicht 50.000 Währung investiert und hat bei einem Run so 60.000 im Durchschnitt oder im Normalfall rausbekommen. Und irgendwann so, das jede tausendste Mal hatte man einen Superdrop. Und es gab sogar Megadrops für jeden eine millionsten Run.
Ah, das war schon... Puh. Aber ich muss zugeben, irgendwie vermisse ich es teilweise. Ich vermisse es echt. Also es war ein ziemlich stupides Grindgame. Deswegen habe ich mir schon vorgenommen, erwartet mein Kommen in Diablo 3. Ich habe mir nämlich jetzt schon Diablo 2 Resurrected geholt. Das werde ich auf jeden Fall zocken, wenn es im September rauskommt. Aber Diablo 3, tatsächlich habe ich aufgehört in einer ziemlich frühen Zeit. Da war das Auktionshaus noch da, da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt wegen dem Auktionshaus. Seitdem hat sich so viel verändert. Und mit Diablo 2 Resurrected habe ich gleich das Upgrade für Diablo 3 geholt, wo ich sozusagen die Add-ons mit dabei habe. Und ich habe Bock, einen Nekromanten mal in Diablo 3 die Story nochmal zu erleben. Erstens, weil ich mich nicht mehr gut dran erinnern kann. Diablo 4 kommt ja demnächst. Und zweitens, weil ich die DLC-Stories doch gar nicht kenne. Ich kenne bloß das Hauptspiel prinzipiell. Und ich weiß noch gar nicht, was generell alles so sich verändert hat. Das wird spannend. Da hoffe ich, habt ihr auch Bock drauf. Das wird im Sommer wahrscheinlich so der Lückenbüßer sein. Da werde ich viel streamen, hoffentlich, wenn es nach Plan läuft. Das kann man schön. Da kann ich dann meinen Grind-Wahn ausleben. Muss auch mal sein, ein Grinden. So, apropos Grinden. Neues Gebiet. Dieses Gebiet ist so eine Schatzruine angeblich. Ja, auch Stufe 8, glaube ich. Heißt, da wird's auch da haben wir schon was. Unbekannte Kreatur. Ein mächtiger Kampfmagier, der eine Herausforderung sucht. Stehst du schon? Hier steht nicht. Ach, shit. Steht irgendjemand von euch? Ihr steht noch nicht still, deswegen kann ich da nichts machen. Oder? Oh, jetzt. Jetzt geht's. Oder? Ja. Of course you've been detected. Mist, es hat trotzdem nicht geklappt. Spion. Schockarkanist. Angriff auf den. Gut ausgewichen. Moment. War das... Nein, das war keine gute Idee. Touché. Das war ja gar kein Schaden. Na gut, was machen wir da? Das ist was Gutes. Insekten. Der Schockarkanist ist mein größtes Problem, würde ich sagen. Schaut euch diesen Kältekegel an. Was für ein Ausmaß. 4 Gegner werden dadurch erwischt. Und noch so eine Plattform umgehauen. kümmern wir uns um den oder rennen wir ihr zur Hilfe? Ach, wir kümmern uns um den. Der stört. Run while you can. Der kann nicht mehr rennen. Der ist tot. So, wieder. So, jetzt können wir ihr immer noch zur Hilfe eilen. Ich hoffe, das ist der Kampf in diesem Gebiet. Ja. Noob. Er hat einen Stufe 2 Zauber im Nahkampf gemacht. Are you kidding me? Stirb, Ratte. Schade. Hätte sein können. Rücksichtslos. Und noch. Moment, du bist blind, oder? Oh, du bist Ice-Ice-Baby. Moment. Achievement für Eis bekommen? Der ist doch an dem gestorben. Na gut. Ich gehe mal davon aus, das ist der einzige Kampf hier. Deswegen... Ah, wobei 4 reicht auch. Schock. Ah, der könnte allerdings... Der hat... Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Der könnte...
Nee, passiert irgendwie gar nichts. Das machen wir einfach nochmal. Auf Stufe 4. 1, 2, 3, 4. Mal 2. Gut, der ist down. Und den dort oben holen wir einfach runter. Komm. Sei doch. Ja, hier ist Duff und so. Ah, hier ist was. Interessant. Oh, war das nicht der Hauptkampf? Gibt's hier noch mehr? Ich sehe nichts. Wait, I'm seeing a trap. Lol, ja toll. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Imperiales Feldzeichen, Wolkendiamant und... Nice. Das war schon die Nebenquest hier in diesem Gebiet. Insekten. Ich habe schon früher meine Insektenplage geliebt. Auch jetzt noch ist Insektenplage eine ziemlich geile Sache eigentlich. Besonders das mit dem Blindeffekt, das ist mir neu. Oh, das wird toll. Das werde ich in Baldur's Gate 3 auch rauf und runter spammen, wenn das dann soweit ist, das Spiel. Insektenplage, Feuerbälle, das ist AOEs immer geil. Richtig geil. So, wenn wir schon in der Nähe sind, dann können wir auch schnell nach Kyflin reisen. Schnell, habe ich gerade gesagt, dementsprechend. Können wir die Quest schnell abgeben. Und dann... Ach ja, wir müssen ja sowieso zu Alan Maren da in die Taverne gehen. Der hat nämlich Infos. Vermute ich. Kannst du wählen, welcher Fraktion du sie... Das ist das mit den Fraktionsitems. Ja, ja. So ein Hinweis, wer den besten Handelspreis gibt, das wäre ja nützlich. Also hier diese Standardhändlerin kriegt 32% des Wertes. Habe ich getestet, weil ich in 100 Goldmünzen Gegenstand einfach mal geschaut habe. War eigentlich eine gute Sache, den anzuschauen, weil das zeigt prinzipiell gut, wenn wo was ist. Wollte gerade sagen, nichts gefunden. Ritterrüstung. Wollen wir das? Nicht zwingend. Das nimmt sie. Tränke nimmst du. Gifte nimmst du. Tränke nimmst du. Ressourcen nimmst du oder Craftmaterialien, du nimmst das, Giftherstellung nimmst du. Gesteine nimmst du. Craftzeugst du. Aha, aha, aha. 2000, was? Da ist noch irgendwas sehr Wertvolles dabei wahrscheinlich. Na gut, Pfeil plus 1 habe ich irgendwo liegen lassen. Brief eines Bruders. Das Efeu nimmst du. Oh, ein paar Diamanten. Amethysten nimmst du. Säure nimmst du. Dieses Garnpulver kriegst du immer. Das ist eher eine natürliche Ressource. Das kriegst du, Magnesium. Jede Menge Vorräte, Pfeile, massenweise Bolzen, massenweise Gold haben wir noch einiges liegen lassen. Scheinbar 80 Gold, 23, ja, wir haben einiges liegen lassen. Aber hey, fast 2000 Gold haben wir ja da rausgezogen. Geil. Wie viel Gold habe ich im Moment? Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Also wenn ich Bock hätte, irgendwas zu machen, irgendwas zu kaufen, dann könnte ich. So, aber erstmal hier Turm der Erkenntnis ein bisschen besser und Antiquare ein bisschen besser. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt noch der
Arwin Mertens. Der steht da. Und hat uns vielleicht irgendwas zu erzählen. Hello again. I hear you're the terror of the Badlands. We're getting by. Did you hear about a lost god? Sure. If you're ready to die. We're not green anymore, Merton. Fine, but the lost god? That is the stuff of legend. I've met a lot of people who wanted to find that temple. At first, I tried to help. No one ever came back. So I decided to stop talking about it. I felt, well... Responsible for their deaths? Responsible? No, they paid for their folly. I just got tired of repeating the same warning over and over. Are we bothering you? You're always bothering me. Let's go. Oh, don't be so sensitive. All right. The temple is real. I've seen it. You have? It was about 15 years ago. But yes, I did. And you didn't raid it? Well, 10 of us found the place. When I was the only one left, I came home. The other 9 died? Slaughtered. All of them. Still interested? You think we're not strong enough? I don't know. You're the mighty Sorak killers, after all. Maybe with me, you'd have a chance. You'd come with us. I wouldn't let anyone raid that temple without me. You'd never find it for a start. Are you after the treasure? Who says there's a treasure? There's a monster. I know that. What is it? That? I don't know. I just want to be there first. I want that on my tombstone. Fair enough. It's a long trip. If you're crazy enough to go, give me some time to pack my gear. Sure. Okay, ich würde sagen, das ist jetzt doch keine Standard-Nebenquests und die wird interessant. Ein Monster, das alle abschlachtet. Eine Story um ihn herum, sehr mysteriös. Das werden wir uns beim nächsten Mal genauer ansehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.